leichte Sorgenfalten im Gesicht von Olufemi Smith und Jens Martens. Ja, im Pokal die nächste hohe Hürde genommen, aber vor der Partie gegen den VfB Lübeck eben auch seit 4 Spielen in Folge kein Dreier mehr mit Eintracht Norderstedt geholt. Cemal Sezer hier rechts im Bild, für ihn die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der ehemalige Kapitän von St. Paulis U23 ist zurück in Lübeck. Die Gäste also in grün-weiß, direkt nach dem Anpfiff dieser Freistoß durch Sezer. Und Achtung, der fällt Ciappa vor die Füße und dann ist es schon passiert. 1-0 Lübeck nach 77 Sekunden. Standard ist gut geschossen, kommt in einer sehr gefährlichen Zone runter. Borg kommt nicht mehr in den Zweikampf und dann hat Mateusz Ciappa leichtes Spiel bei seinem ersten Saisontor. Die 7. Spielminute. Abifade auf Außen mit relativ viel Platz und der sieht Sezer rein in den Strafraum. Noch ein kleines Tänzchen, der Abschluss und 2-0. Gut möglich, dass unter dem Lexikon-Eintrag für mental noch in der Kabine demnächst die Anfangsphase dieser Partie gezeigt wird. Was für ein bitterer Auftakt für Norderstedt. Kolikowski hält einfach den Fuß rein. Fahne bleibt unten und es steht 0-2. Die gute Nachricht für Norderstedt: danach hatten sie die Lübecker besser im Griff. Allerdings die erste Torannäherung, das der schlechte Teil der Nachricht. Erst nach einer halben Stunde Abschluss von Grüning zu unplatziert. Auch für Lübeck läuft es ja nicht ideal bislang in dieser Saison. 2 Siege, aber auch schon 2 Niederlagen auf dem Konto. Und sie hatten sich ordentlich was vorgenommen. Das war dem Team von Trainer Lukas Pfeiffer heute anzusehen. Erst verpasst Sezer noch in der Mitte und dann steht er beim Nachschuss in der Schussbahn. Eintracht Norderstedt auf der anderen Seite defensiv. Oftmals zu unkonzentriert, viel Glück dabei, dass dieses riskante Zuspiel letztlich ohne Folgen bleibt. Huxoll Sieger im 1-gegen-1. Letzte Gelegenheit der ersten Hälfte, schon in der Nachspielzeit, Flanke auf Lüneburg. Und er hat mal ein bisschen Platz beim Kopfball, fehlt nicht viel. Halbzeitstand also 0-2, der VfB mit dem Traumstart in diese Begegnung. Und die Sorgenfalten bei Smith und Martens, die werden während dieses ersten Abschnittes sicherlich nicht kleiner geworden sein. Ich stelle mir die Stimmung in der Eintracht-Kabine eher ungemütlich vor, aber das, was Jens Martens nach der Partie als Pausendonnerwetter bezeichnete, das zeigte Wirkung. Lüneburg verpasst die Hereingabe knapp, aber die Hausherren zeigten jetzt ein anderes Gesicht. Gutes Auge von Rico Borg beim Zuspiel. Lüneburg fehlen dann nur Zentimeter, um zum Abschluss zu kommen. 56. Minute. Norderstedt weiter druckvoll. Williams auf einmal auf rechts durch und in der Mitte ist Zart völlig blank der Anschluss. Die Belohnung für eine deutliche Leistungssteigerung der Eintracht nach der Halbzeit. 3. Saisonscorerpunkt für Elias Zart. Sehr beeindruckend, wie schnell sich der Neuzugang an das Niveau der Regionalliga gewöhnt hat. Die Lübecker offensiv nicht mehr so aktiv wie in Halbzeit 1, verlegten sich aufs Kontern und lauerten auf Fehler des Gegners. Wie hier der eingewechselte Taritas läuft auf rechts ein und bekommt den Ball. Und dann fehlt nur sehr, sehr wenig beim Abschluss. Ja, und so verging die zweite Hälfte ohne die ganz dicken Gelegenheiten zum Ausgleich. Wir sind schon in der 87. Minute. Saad treibt es etwas weit raus, aber dann mit dem Auge für Grau, Fabian Grau und Erik Gründemann im Lübecker Kasten. Geht auf Nummer sicher, Ball wäre aber vermutlich eher vorbei gegangen. Wir sind in der Nachspielzeit. Noch ein letzter Angriff für Eintracht Norderstedt, nochmal relativ viel Platz für Brüning über die rechte Seite und der bringt tatsächlich nochmal die Flanke auf Grau. Aber die ist einen Ticken zu hoch angesetzt. Es war die letzte Möglichkeit in dieser Begegnung. Am Ende gibt es also die Quittung für eine verpatzte Anfangsphase. Norderstedt verschläft den Start. Hinten raus fehlt die Kraft, um noch einmal zurückzukommen. Tommy Gruppe und Dan Kummerfeld nach der Partie vor dem Mikro. Ja, ich glaube, wir haben
zwei verschiedene Halbzeiten gesehen heute. Ich glaube, erste Halbzeit geht klar an uns, wo wir deutlich besser waren. Und zweite Halbzeit haben wir uns ein bisschen hinten reindrängen lassen, fangen dann auch das 2-1. Und ja, dann ging es nachher nur noch darum, dass wir das Ding irgendwie verteidigen. Und ja, bin froh darüber, dass wir es jetzt so hinbekommen haben. Erste Halbzeit verpennen wir die ersten 10, 15 Minuten, glaube ich, komplett. Am Freistoß sind wir leider nicht da. Und danach das zweite Tor sind wir auch nicht an den Männern dran. Kommt leider frei zum Schuss. Gut, steht 2-0. Kriegen die erste Halbzeit ein, zwei Chancen, erspielen wir uns dann, aber kriegen noch nicht wirklich den Zugriff, den wir dann auch wirklich haben wollten. Spiegelt leider so ein bisschen weiche Flensburg wieder, wo wir erste Halbzeit dann auch so ein bisschen gut abgehakt in der Kabine, einmal zusammen gerauft, alle zusammen gesprochen. Zweite Halbzeit, glaube ich, werfen wir alles in die Waagschale, machen dann auch das Tor völlig verdient. Laufen an, ja, auf gut Deutsch gesagt, wie die Bescheuerten. Kriegen dann leider das zweite nicht rein und ja, gehen leider mit einem Nuller hier raus. Die nächste Chance, es besser zu machen, gibt's kommenden Samstag bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV.